Was Sexappeal die erfolgreichste Erfindung der 20er Jahre ist, glaubt heutzutage jedes Kind zu wissen. Dass es außerdem noch einen PS-Appeal gibt, haben vor einigen Jahren die psychologischen Berater der amerikanischen Autoindustriellen herausgefunden. Sie haben nämlich festgestellt, dass man nicht ein Auto kauft, um sich mühelos auf den Rädern weiterzubewegen, sondern dass man viel eher geneigt ist, auf dem Umweg über das Auto Glanz, Persönlichkeit, Sicherheit, Schönheit, Männlichkeit, sogar Intellekt und Familiensinn einzukaufen. Kurz das, was zur Vervollständigung des eigenen Image, also der Vorstellung, die man von sich selbst hat, gehört. Die amerikanische Autoindustrie hat ihre gesamte Werbung, ja ihre Produktion, nach diesen Gesichtspunkten ausgerichtet. Wie steht das nun bei uns? Warum kauft man sich hierzulande ein Auto? Während in Amerika schon jeder vierte Wagenbesitzer ist, in Frankreich jeder siebente, in England jeder achte, so ist in der Bundesrepublik bis jetzt jeder neunte Fahrer eines eigenen Wagens. Man hat festgestellt, dass etwas über 10% der Deutschen, die noch kein Auto besitzen, einen Autokauf planen und auch realisieren könnten. Die Wünsche gehen hier zunächst zum Kleinwagen. Ein Fiat. Warum? Ja, der ist irgendwie so widerstandsfähig wie ein Gummiball, habe ich immer den Eindruck, nicht wahr? Wenn ich mir eins kaufen will, nein, ich darf mir einen Fiat 600 kaufen. Warum? Mal finden, also ich finde ihn praktisch, außerdem verbraucht er nicht viel Benzin und so, ist er nicht teuer, ist ein kleiner handlicher Wagen, kann man im Stadtverkehr fahren, also ich darf mir einen schon kaufen, wenn ich mir einen kaufen will. Eigentlich nur in die Stadt zu fahren. Mein Mann nimmt den auch gern, weil man eben überall durchkommt und leicht im Parkplatz. Die Produzenten der kleineren Wagen und der Fahrzeuge der unteren Mittelklasse argumentieren hierzulande in ihren Werbeslogans mit der Wirtschaftlichkeit, dem niedrigen Benzinverbrauch, also praktisch-technisch. Ab 1000 Kubikzentimeter appellieren sie mit altbewährter Zuverlässigkeit an die Vernunft. Der deutsche Autokäufer ist nach Meinung der Werbeabteilungen der deutschen Autoindustrie geneigt, mit seinem Wagen das Bild eines vernünftigen, arbeitsamen, unauffällig, aber dennoch sichtbar erfolgreichen, zuverlässigen und nach Perfektion strebenden Menschen zu ergänzen. Von Wagenbesitzern wie von künftigen Käufern hört man die Werbeslogans wortwörtlich wieder. Welches ich gerne möchte, mein Gott, ein VW. Warum? Ja, also ich finde den für am praktischsten und gebräuchlichsten. VW. Warum? Warum? Weil der stabil ist und robust. Ja, dann möchte ich einen VW haben. Warum? Weil das der wirtschaftlichste Wagen ist. Das Bestreben des Deutschen geht demnach im Durchschnitt dahin, in einer in Sicherheit und ohne große Probleme funktionierenden Welt des sogenannten oberen Mittelstandes zu leben. Die Wagen der oberen Mittelklasse haben in letzter Zeit mit Abstand das Rennen gemacht. Also mein erstes Fahrzeug war ein Fahrrad, so mit 16 Jahren. Und dann bin ich rüber gegangen auf ein Motorrad mit 18 Jahren, auf ein 250 BMW. Und das ist mir dann zu kalt gewesen. Und dann habe ich mir einen Volkswagen zugelegt, weil ja das Volk bezahlt. Und dann war der Volkswagen mir etwas zu klein. Dann bin ich rüber gegangen. Während noch 1957 14% unter 500 Kubikzentimeter kauften, waren es im vorigen Jahr nur mehr 4,4%. Dagegen stiegen die Verkaufsziffern bei den Wagen der Mittelklasse bis zu 1500 Kubikzentimeter um rund 15% auf fast 60% der Gesamtverkäufe. Die Automobilindustrie muss aber nicht nur mit potenziellen, sondern auch mit Käufern rechnen, die erst in einigen Jahren dazukommen werden, sich einen eigenen Wagen zu leisten. Diese künftigen Autofahrer haben alle recht ausgesprochene Wunschvorstellungen. Ich würde gerne einen MG kaufen. Ja, warum? Weil ich den verschnittig finde und der gefällt mir irgendwie. Sportlich. Sportlich, als sportlich rasant würde ich. Ich würde gerne ein Auto fahren mit sehr gutem Motor. Ich würde mehr auf den Motor Wert legen als auf die Karosserie. Ja? Ich kann mir kein Auto leisten, aber wenn ich mir eins leisten könnte, würde ich einen MG fahren. Warum? Weil er mir gefällt. Und für eine Frau an sich das richtige Auto ist. Groß, ein Sportwagen, ein toller. Sagen wir mal ein Porsche. Warum? Ja, weil er schnell ist. Und wie müsste der Ihre ausschauen? Ein schicker Wagen, ein Cabriolet. Schnell, aber schöne Farbe. Was müsste denn mindestens kosten? Ja, ich bin für einen vernünftigen Preis eigentlich. Sagen wir mal ein Karmann Ghia.
Ja, ich darf mir einen Jaguar kaufen. Aha. Einen Jaguar darf ich mir kaufen. Ich verstehe. Was gefällt Ihnen da? Allein zum Motor. Der Motor soll unwahrscheinlich gut sein und die PS-Zahl und so, gell? Der soll am ersten Gang fahrt er gleich 90 und so, das gefällt mir einfach, oder? Ausschauen tut er momentan am besten, gell? Ein großes Chevrolet der Cadillac. Warum? Bitte? Warum? Warum? Ich liebe große Autos. Oder Sportwagen. Schnell fahrende Autos. Trotzdem, der Anteil der Sportwagen an den Gesamtverkäufen im Jahr 1961 war nicht größer als 0,8%. In München wurde die hohe Ausnahmeziffer von 4% erreicht. Der Anteil der Wagen über 2000 Kubikzentimeter war, obwohl der Drang in die größere Hubraumklasse allgemein ist, noch immer nicht größer als 5%. Die Besteuerung und Versicherung nach Hubraum und PS-Zahlen verhindert immer noch, dass eine größere Zahl auch größere Wagen fährt. Die meisten künftigen Autofahrer, wir haben es gerade gehört, stellen sich Sportwagen oder ausländische Wagen vor. In Wahrheit werden dann Ausländer nur von einer solchen kleinen Gruppe gekauft, die sich die jugendliche Idee, um jeden Preis außergewöhnlich zu sein, bewahrt haben. Ausländische Autos gelten in Deutschland zum Beispiel nicht als repräsentativ. Kein Politiker, kein seriöser Geschäftsmann könnte es sich leisten, einen noch so soliden ausländischen Wagen zu fahren, ohne in den Geruch des unsoliden Angebers zu geraten. So wurden im vorigen Jahr nur rund 1500 amerikanische Fahrzeuge nach Deutschland importiert. Wer repräsentieren kann und muss, kauft sich den ausländischen Wagen als Zweitfahrzeug. Bei diesen Käufen sowie ganz allgemein bei der Bestimmung der Farben und bei Innenausstattung spielen die Frauen bei Autokäufen eine gewisse Rolle. Trotzdem ist ihr Urteil, nach Ansicht der Werbefachleute, in Deutschland bei weitem nicht so wichtig wie in anderen Ländern. Der Deutsche als Autokäufer ist vom Klein- oder Zweckwagenbesitzer im Durchschnitt zum Fahrer der oberen Mittelklasse aufgerückt. Als solcher beweist er, wie sich schon jetzt sagen lässt, eine beständige Firmentreue. Er lässt nichts über seinen Fahrzeugtyp kommen und wird auch in Zukunft dabei bleiben. In 5 Jahren wird sich nach Berechnung der Statistiker die Zahl der Kraftfahrzeuge in Deutschland verdoppelt haben. Bis dahin sind dann auch alle die Autos, mit denen man sich jetzt sicher und zuverlässig in der oberen Mittelklasse bewegt, auf dem Schrottplatz gelandet. Dann, wer weiß, kaufen auch wir auf dem Umweg über das Auto Persönlichkeit, Männlichkeit, Intellekt und Familiensinn, so wie es nach Ansicht der Industriepsychologen die Amerikaner schon seit längerem tun.